with the Chaos Emerald in the space colony Ark. I've got to find out just what's going on up there. We interrupt this broadcast for an important news flash. There has been a break-in at the Federal Reserve Bank today. Mysteriously, the only thing that was stolen was the Chaos Emerald. According to eyewitnesses at the scene, the suspect was identified as the world-renowned hero, Sonic the Hedgehog. The suspect was seen fleeing the scene, destroying the reserve's guard robots in his path. Stay tuned for more details. Sounds more like the work of Shadow. How pathetic. Find them before they escape! Maria! What? Shadow, I beg of you, please, Maria. Do it for me. For all the people on that planet. Sayonara, Shadow, the Hedgehog. I still remember what I promised you. For the people of this planet, I promise you. Revenge! Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Sonic Adventure 2. Beim letzten Mal sind wir mit der Dark Story begonnen und haben gesehen, dass angeblich Sonic in den, also den Chaos Emerald geklaut haben soll, aber wir schlauen Menschen, die nicht zu doof sind, um blau und schwarz und rot zu unterscheiden, wir wissen natürlich, dass es Shadow ist. Denn, wie gesagt, wir sind nicht farbenblind, wir sehen, dass das nicht blau ist. Und Sonic ist blau und Shadow nicht. So schwer ist das nicht. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier im ersten Shadow-Level, was natürlich recht easy ist. Aber man sieht natürlich trotzdem, finde ich schon, die Unterschiede zu City Escape. Ich meine, es ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Und es ist natürlich komplett anderer Aufbau, ne? Was heißt komplett anders? Komplett anders nicht, aber es ist schon ein anderer Aufbau als City Escape. Was ich immer noch nicht verstehe, wer zur Hölle baut so eine Straßen? Ich meine, bei City Escape, okay, das kann man noch nachvollziehen. Das war wirklich gebaute Straßen und so weiter, ne? Es war schon wie eine Stadt. Aber hier, wer zur Hölle baut so eine Straßen? Kann mir das mal jemand erzählen? Ich würde nicht so eine Straße bauen. Naja, was soll's. Egal. Ich muss ja hier nicht langfahren. Mir ist das egal. Mir ist doch egal, wenn sie hier doof lang fahren wollen. Das ist für mich ist okay. Für mich ist vollkommen okay. Das ist Big the Cat. Hallo, Big the Cat. So. Und bubbidi-dub. Aber trotzdem sollte das hier an sich, das ist wie gesagt das erste Shadow Level, sollte für uns kein Problem darstellen. Wupp. Und wupp. Ich hoffe, ich komme oben lang. Ich hoffe, ich komme oben lang. Ich komme oben lang. Sehr gut. Und wupp. Denn ich weiß nicht, oben spart halt einfach Zeit und oben ist auch angenehmer. Und dann brauche ich mich auch vielleicht nicht mit diesem blöden Jet auseinandersetzen, der da immer auf einen wartet. So, das warten wir ganz kurz, bis das Timing stimmt von dem Elektro-Ding. Jetzt. 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 Sehr gut. Ja, wunderbar. Den kümmern wir uns mal gar nicht. Und rutschen hier mal runter. Sehr gut. Wow, also besser als beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich hier diesen Level so gefailt, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Allgemein sehr viel besser als beim letzten Mal. Das ist doch schon mal schön. Das ist doch sehr, sehr schön. Gehst du bitte da lang? Dankeschön. Shadow, please. Okay. Upsala. Gut, das war mir auch noch nie passiert, dass er da einfach mal loslässt. Und seht ihr da vorne den lila Kopf? Ist das nicht... Wie heißt der nochmal? Also ist er nicht irgendwie Nightmare oder irgendwie sowas ähnliches? Hatte der nicht auch mal ein Spiel oder sowas? Hatte der nicht mal ein Spiel? Night? Hieß der nicht irgendwie Night oder so? Hatte der nicht mal ein eigenes Spiel? Ich weiß es gar nicht.
Also ich kenne diesen Charakter auch nur hier aus diesem Spiel, weil er dieser Kopf da abgebildet ist. Und hab halt mal so geguckt und hat manchmal gesagt, ja, Snide, ich hatte mein eigenes Spiel und so weiter und so weiter und so weiter. Übrigens. Ciao in Space 2, coming soon. Sehe ich jetzt schon seit, ich will nicht lügen, seit 10 Jahren, sehe ich das da jetzt hängen? Wo ist Chaos in Space 2? Ich will diesen Kinofilm endlich sehen. Bitte. Bestimmt, weil ich es so lange gemacht habe, am Ende bestimmt nur ein B. Oder? Ja. Too easy for me. Ja, halt doch die Fresse, Shadow. Ich hätte gern A gehabt. Ich hätte gern ein A gehabt. Aber das war mir nicht vergönnt. War mir einfach nicht vergönnt. What? It all starts with this. A jewel containing the ultimate power. That's the Chaos Emerald! Now I know what's going on. The military has mistaken me for the likes of you. So, where do you think you're going with that emerald? Say something, you fake hedgehog! Chaos Control! He's fast! Hey, it's not his speed! He must be using the Chaos Emerald to warp! Shadow, I'm the world's ultimate life form. There's no time for games. Farewell! Shadow, what is he? This is Rouge. I've located Eggman's base, and we'll proceed to enter it now. I hate to say it. I guess I'm going to have to find that key first. So, und jetzt herzlich willkommen im wahrscheinlich schlimmsten Rouge-Level überhaupt. Und Grund ist dieser Roboter da hinten. Ich hasse diesen Roboter. Frag mich nicht wieso, aber ich komme mit diesem Roboter aber nicht klar. Ich kann es nicht ab, wenn mir etwas in Spielen folgt. Kann ich einfach nicht ab. Vor allem sind die auch noch überall. Ich glaube, davon gibt es 2 oder 3 Stück. Der fliegt jetzt gerade da lang. Als erstes möchte ich mal jetzt das Item hier holen. Nahe dem Eckfischraum, okay. Also bin ich komplett in die falsche Richtung gerannt. Wollt ihr mir das damit sagen? Es ist hier so ähnlich aufgebaut. Was heißt so ähnlich? Ich glaube, es ist sogar das Level aus... von... Da ist der Roboter, da ist der Roboter, da ist der Roboter. Oh Gott. Das ist, glaube ich, sogar das Level von... Na, wie heißt er jetzt? Wir sind hier in einem Raum mit Gittern. Ja, ja, ich weiß, wo der ist. Nämlich auf der Seite. Oder? Ja, ja. Was wollte ich gerade sagen? Erstmal verschenkt von einem Roboter. Ja, die sind so ähnlich aufgebaut, nur dass hier halt dieser Roboter ist, ne? So, jetzt hier durch. Schnell. Ja, ja. Ich weiß, welcher Raum das ist. Der hier, der blaue. Den habe ich auch gesucht. Und zwar gibt es hier auch, oh mein Gott, schnell, 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 schnell. Dann gibt es auch das Item. Damit können wir graben. So. What? Ach, hier. Okay. Ich hasse diese Roboter, ne? Komm her. Ah, da habe ich dich kaputt gemacht. No, I don't let you go. Hä? Ah, hier. Okay, perfekt. Sehr gut. Einer fehlt uns noch. Ei des Kondors. Gut, ich hoffe immer, beim letzten Durchlauf habe ich das so schnell alles gefunden, dass ich mich gar nicht lange in diesem Level aufhalten musste. Und das hat mir auch gefallen. Wie gesagt, dieses Level ist scheiße. Oh mein Gott.
Einfach hinter ihm bleiben. Einfach hinter ihm bleiben. Bin ich hier verkehrt? Ich weiß gar nicht, in welchem Raum. Ein Raum mit vier Flammen. Ich glaube tatsächlich, dass das der Raum hier hinten ist. Entweder ist es der grüne oder der rote. Und ich glaube gerade in die komplett verkehrte Richtung. Da war der Wundschmuck oder der Ex-Scorpion-Raum. Ist das hier der Ex-Scorpion-Raum? Oh, halt doch mal die Fresse jetzt. Ja, ist es. So. Wo soll ich graben? Ei des Kondors. Ein Raum mit vier Flammen. Grabe unter dem Wandschmuck im Ex-Scorpion-Raum. Er sieht mich! Oh mein Gott! Ich habe gerade so einen Schrecken gekriegt, ne? Ich hasse dieses... Weiß nicht, das ist... Kann ich nicht ab. Kann ich einfach nicht ab. Ach, hier! Da! Ah, okay. Nur diesen Wandschmuck. Das war doch noch recht schön. Oh Gott sei Dank, wenn ich so lange diesen Level verbrannt. Ich hasse dieses Level. Ich hasse es. Ich hasse es. Einfach nur wegen diesem Roboter. Ich kann das nicht ab. Bin eine Pussy. Rang A. How is that? Perfect like me? Perfect like you. You little bitch. You little bitch. It's a space transporter. The destination has been set to Ark? Wasn't that space colony shut down over 50 years ago? What's he doing up there anyway? Doesn't matter. It's my mission to find out what he's up to. So this is the space colony Ark. I have to locate the central control room that Shadow mentioned before he left. So, damit sind wir auch schon im nächsten Eggman-Level. Und hier bekommen wir auch gleich schon das erste und das vor allem wichtigste Item, nämlich das Hovern, also das Gleiten. Und ne, wir wissen ja alle, dass das Gleiten wichtig ist. So. Bum, bum. Da brauchen wir es gar nicht runterhangen lassen, das kostet viel zu viel Zeit. Wir müssen ein bisschen zack, zack hier machen. Zack, 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 zack. Bam, bam. Ich glaube, hier war ein Anschaltknopf, genau hier. Ich meine, so eine Raumkunde in so einem Verlass, da würde mich auch nicht reinkommen. Vor allem, warum sind hier noch Roboter, wenn die vor so und so vielen Jahren abgeschafft wurde? Macht gar keinen Sinn, aber okay. Na gut, ich meine, fällt vielleicht auch zu langweilig, einfach hier durchzulaufen. Kann ich denn doch... Oh mein Gott, dass ich den Schalter gefunden habe, ist gerade ein Wunder. So, hier bekommen wir gleich schon das erste Item. Also hier bekommen wir gleich das Hovern. Und dann... Freue ich mich, weil, wie gesagt, ohne Hovern sind diese Level scheiße. So, und los geht's. Ja, ich hätte mir das fast selber gedacht. Omo, ciao. Ich bin nicht ganz dumm. Man mag es vielleicht denken, aber ich bin es nicht. Hört auf, mich abzuschießen. Ah, full heal, full health. So. Ist ja immer so leicht ans Hammer rangefügt, wie man hier sieht. So ganz, ganz leicht. Ohne, dass man es eigentlich merkt. Das macht das Spiel schon ganz gut. Das ist ein so gesehen, was zeigt, ohne es einem wirklich zu zeigen. Also ohne es aufgedrückt zu bekommen, diese Fähigkeit. Das finde ich schon ganz gut an diesem Spiel. Das ist das, wie es macht. Also es zeigt einfach, du hast jetzt das hier, zeigt es dir einmal ganz kurz. So musst du es einsetzen. Und setze es ein. Junger Padawan. Und das macht dieses Spiel verdammt gut. Besser wie andere Spiele auf jeden Fall. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Bum, 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 bum. Wieso wird es eigentlich heller, wenn ich schieße? Das verstehe ich nicht. Okay, und wieso wird es jetzt dunkel? Noch eine ausgezeichnete Frage. Okay, wieso, was war das? Wieso ist es ab und zu mal so dunkel, ab und zu mal so hell? Das verstehe ich nicht.
Gut, wenn ich schieße und es gibt Explosionen, wird's heller. Das macht Sinn. Aber warum? Nun ja. Ist auch egal. Ist auch egal. Hier sehen wir übrigens gleich einen Big Cat. Vielleicht findet ihr ihn ja selber. Ich werde einfach mal nicht sagen, wann er kommt oder wo. Vielleicht seht ihr ihn ja selber. Und wenn ihr gesehen habt, dann schreibt ihr: hey, hab ihn gesehen, ich bin der Geilste. Nach dir, Ricky. Ja, so schreibt ihr das. Und dann macht ihr noch einen Hashtag dahinter. Okay? Okay, sehr gut. Boom, 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 boom. Die Gegner können einen gar nicht treffen. Die Gegner können einen gar nicht treffen. Wäre auch ein bisschen unfair, weil man sich halt nicht bewegen kann, ne? Aber trotzdem, warum? Naja, egal. Müssen halt Gegner. Irgendwas musst du ja machen, wenn du einen langen Weg hochfährst. Man hätte es aber auch einfach sein lassen können, diesen langen Weg da hochzufahren. Man hätte es einfach anders angehen können. So. Habe ich die Rakete nicht aktiviert? Nö. So. Habe ich sehr gut gemacht, ne? Habe ich gut gemacht. Schalt auf mich. Boom. Und damit sind wir schon am Ende. Das Level war so ein bisschen, ne? Es ist halt auch nichts Schwieriges. Allgemein, das Spiel ist ja nicht jetzt das schwierigste Spiel der Welt. Wie ihr vielleicht sehen könnt. Und es ist ein... Warum kriege ich denn hier immer nur Cs? So schlecht war ich doch gar nicht. Meine Fresse. Naja, gut. Hilft ja nichts, ne? Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Dann würde ich einfach mal sagen, verabschieden wir uns für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Falls ja, das wieder eine Bewertung, das würde mich sehr freuen. Oh, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Sonic Adventure 2. Haut rein, bis dahin. Tschö, tschö.